Thorsten. Wir sind hier in der Basisausbildung Tai Chi Spielen nach Daniel Kolle. Das ist das Modul 7. Und heute ist auch der Welt-Tai Chi-Tag. Und wir wollen den Welt-Tai Chi-Tag auch unseren Beitrag dazu leisten, wie die Welle über die Welt schwappt und dann gleich gemeinsam die Tai Chi-Form laufen. Jetzt möchte ich aber erstmal die Übung euch mal erklären, was wir hier gerade üben. Das nennt sich der Schenkelpendel. Wir üben da den Unterschenkel locker zu lassen, während ich meinen Oberschenkel in einem Yang-Zustand habe. Das ist in der Tai Chi-Form ist es der goldene Hahn. Und dann auch die Kicks, die machen wir gleich nochmal vor. Aber nun erstmal zu der Übung, wie wir uns da rantasten und wie wir das lernen können. Da ist der Thomas. Also ihr seht auch hier die Gruppe, die an der Wand steht und das schön fleißig übt. Wir stehen dazu an der Wand, bin hier an der Wand angelehnt und habe als erste Stufe erstmal, dass ich mir den Oberschenkel selber halte über meine Arme. Also jetzt ist auch mein Oberschenkel hin und der Thomas, der schubst jetzt da einfach mal meinen Unterschenkel an, testet erstmal, ob mein Fußgelenk auch locker ist. Gut klappt, kommt die nächste Stufe, wo ich anfange, den Oberschenkel langsam nicht mehr zu tragen. Also ich halte erst nur noch 90%, dann 80%, dann 70%, dann 60%. Der Thomas schaut die ganze Zeit weiter und wir gucken, ob der Unterschenkel wirklich es schafft, den Unterschenkel dabei immer noch locker zu lassen. Bis zu dem Punkt, wo ich den Oberschenkel gar nicht mehr halte. Schenkel noch freischwingen kann. Das hat mich gerade ein bisschen eingeschnitten. Das liegt daran, dass ich gerade gefilmt werde. Okay. In der Tai Chi-Form möchten wir das die ganze Zeit haben, bei jedem Schritt. Wenn ich einen Schritt mache, führe ich meinen Oberschenkel durch die Luft und ich kann dabei die ganze Zeit den Unterschenkel passiv lassen, sodass, wenn ich jetzt einen Schritt setze, keine Anspannung im Unterschenkel habe, erst dann finde ich die Erde und mache meine Bewegung. Besonders eindrucksvoll ist es in der Form beim goldenen Haar und beim Kicks und das machen wir jetzt mal vor. Genau, wir gehen in die Position gebeugte Schlange. Ja, ich sinke, mein Oberschenkel steigt zum goldenen Haar. Vielleicht kann man das erkennen, dass mein Unterschenkel dabei ganz locker bleibt und so eine leichte Schwingung ausgelöst worden ist. Zum goldenen Haar mit linken Bein. Und dann, so weit sind wir noch nicht. Das kommt dann jetzt dann gleich. Kick. Beide Kicks. Und mein komplettes Bein hebe über den
Oberschenkeln. Und dann meine Unterschenkel loslassen. Das war unser Beitrag zum Ben-Tai-Chi-Tag. Tschüss.